ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Süchen, wir spielen heute eine 33 Level Aqua Death Run Map. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Es soll wieder gratis XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie viel einzeln, wie viel das Endergebnis, ob es sich rendiert, die Map einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal zu spielen. Ob sie leicht, mittel oder schwer ist, das stand nicht dabei. Wir werden gucken gleich, ob es auch Secrets gibt. Was noch? Wir werden gucken, wie abwechslungsreich die Map ist. Ob sich die Level nach 100, 150 Leveln wiederholen oder nicht. Die Farbgebung tatsächlich, weil es gab schon die ein oder andere Map, wo ich Augenkrebs bekommen habe. Und hier sehen wir es, 300 Level plus 33 Bonus Level. Find Secret Animal and Complete the Challenge to Unlock the Bonus Level. Okay, es gibt also Secrets. Wir werden schauen, ob die Secrets auch XP geben, wenn die Map überhaupt XP gibt. Und ansonsten, ja, werden wir sehen, ob ich sie weiterempfehlen kann oder nicht. Ich habe ja schon sehr viele Maps gespielt. Es gab einige darunter, die kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Dann gibt es andere, die kann ich nicht weiterempfehlen. So. So ist es leider. Es gab auch Maps, wo da stand, es gibt XP und dann gab es überhaupt keine. Das waren einfach nur irgendwelche, wie soll ich sagen, ich sag's auf gut Deutsch, Dummbrot-Creator, die einfach nur die Leute anlocken wollen, damit man die Maps spielt. Hier steht links an der Seite XP-Belohnung, also werden wir das auch glauben, dass es hier welche gibt. Aber wir werden uns selber überzeugen. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. So, da oben auf der Uhr steht eine Uhrzeit. 25:47 Weltrekord. Ja, komm, egal. Ich klicke einfach auf Ja, aber ich mache da nichts. Da kommen wir in die Lobby. Diese Lobby hier gefällt mir. World of Legends, okay. Okay. Complete Parcours, okay, das sind die Bonus-Level, die wir uns tatsächlich anschauen. Oder auch nicht. Das werden wir erst am Ende erfahren. Und ich würde sagen, es geht los. Hallo, Mr. Chicken. Have fun and play the map. Mach mal. 719 EP? Was? Okay, 140. Das ist noch entspannt. Bei 700... Alter, was hätte... Oha! Experience... You can be experience... Player completes Aqua. 2,37% sollen die nur completed haben? Kann ich gar nicht glauben. So, wir werden auch mal schauen, Alter, was? Was ist das? Wir werden auch mal schauen, ob die Secrets tatsächlich angegeben sind oder nicht. Bis jetzt die Map noch recht easy tatsächlich. XP-Verteilung ist auch recht entspannt. Hier unten ist nichts versteckt, okay.
Okay, die Level sind bis jetzt auch noch recht einfach. Es gibt für alle 5 Level nochmal extra XP. Das ist total entspannt dann auf jeden Fall. Was war denn das? Unterstütze Fischsupport. Ach so. Was soll man eigentlich für Secrets finden? Irgendwelche Fische? Oder Korallen oder ja, keine Ahnung. XP-Verteilung ist bis jetzt echt gut, also kann ich mich nicht beschweren. Es reicht vollkommen aus. Oh, und ich war zu weit vorne. Ich habe nicht gesehen, wo die Dinger hier anfangen. Macht das gerade mit den Secrets? Ich würde die halt gerne finden für euch. Das bereitet mir gerade Kopfschmerzen. Wir sind bei Level 30 und haben noch keins gefunden. Das sind 300 Level. Nein. Scheiße. Ja. So sollte man es nicht machen. Okay, da sind die XP gut geschrieben. So viele XP fehlen mir tatsächlich nicht zum Season Pass. Level up. Aber ja. Wir werden schauen. Aber noch kein einziges Secret. Das ist creepy. Das ist wirklich creepy gerade. So. Oha, Secrets werden angegeben. Nice. Wie viele Katzen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Katzen. Hier haben wir das erste Secret. Und die werden angezeigt. Das ist wieder geil. Hätte aber nicht sein müssen. Secrets sind ja um gefunden zu werden und nicht um angezeigt zu bekommen. So, dann gucken wir mal schnell. 16 Katzen. Richtig oder falsch? Korrekt. 3000 extra EP. Nein, ich habe die... Ich habe die Falle nicht gesehen, aber ich habe es trotzdem geschafft. Wie kommt denn sowas zustande? Normalerweise sterbe ich bei sowas immer. Also muss man hier beim ersten Secret Katzen finden. Okay. Die Level sind wirklich einfach gehalten. Also die Map würde ich sogar mit meinen Kindern spielen. Zumal es jetzt sogar mehr EP gibt für... Checkpoints. Jetzt ist mir der Name nicht eingefallen. So. Und hier erwischt mich die Falle natürlich. Ach Mensch. Na ei, was war das denn? Das ist im Übrigen die Map-Version 22, also die ist schon ein paar Mal überarbeitet worden. Da frage ich mich einfach nur, was und warum. Weil so schwer ist sie ja nicht. XP-Verteilung ist halt komplett chillig und einfach und... Die Level sind einfach. Okay, das hätte man auch so geschafft. So, das haben wir. Das haben wir auch. Aber noch kein Secret weiter. Ja, mal gucken, wann das nächste Secret kommt.
und wie viel XP das gibt. Da bin ich gespannt. Okay, keine Deckenfalle. Das ist bis jetzt schon mal positiv. Wir haben ein Level-Up tatsächlich gerade bekommen. Aber wir haben auch tatsächlich nicht so viele XP gefehlt fürs Level-Up. So, Deckenfalle, nein, das ist gut. So. Schön, dass auch angezeigt wird, wo man lang muss. Das gibt's auch nicht überall. Lalalalalalal. Alter. Okay, die krachen wieder ein, das sieht man schon. Warum krachen die von hinten nach vorne ein? Okay, ich hinterfrag's nicht. So. Gut, einmal gesprungen, haben wir das auch erledigt. Und das auch. Die Teile sind tatsächlich zu weit auseinander. Die hätten näher beisammen sein können. Aber gut, ich weiß ja nicht, ob das die erste Jump'n'Run-Map ist, die er in seinem Leben gebaut hat. Oder schon die zweite oder dritte. Auf jeden Fall macht die Lust auf mehr. Nur, ich habe kein Secret mehr gefunden und wir haben schon 100 Level gemeistert. Und ich weiß halt auch nicht, wie viele Secrets hier verteilt sind. Fragezeichen, Fragezeichen. Oha! Oha! 6000! Christian die Krabbe. Hey Christian, na, wie geht's dir? Anscheinend nicht so gut. Du bist so rot. Mhm. Mhm. Okay, ja. Ich verstehe. SpongeBob hat dich geärgert, deswegen bist du so rot. Ja, dann müssen wir mal einen Patrick dazu holen und Thaddäus, oder? Was meinst du? Haha. Sorry. Aber ein bisschen Spaß muss sein. So, also zweites Secret gefunden und hier sterbe ich wieder, weil ich nicht aufgepasst habe. Ha! Das hat mich nur am Näschen gekrabbelt. So, Alter, aber das jetzt, sowas hier zum Beispiel ist wieder richtig geil. Da kann man jederzeit, wenn man falsch springt, wieder runterrutschen. Auf Dauer nervig, aber ansonsten richtig gut. Hi. Ich weiß nicht, warum ich die gerade geöffnet habe. Ich hatte Lust und Laune drauf. Ah, okay. So. Bis jetzt noch keine einzigen Deckenpfeile großartig gehabt, außer die Giftpfeile. Also total entspannt. So. Das haben wir auch geschafft. Kann man hier drüber? Hier kann man tatsächlich auch drüber. Aber wir laufen mal den regulären Weg. So. Und ich bin ehrlich, ich habe gerade einen Anruf bekommen, aber da gehe ich jetzt nicht ans Telefon. Weil null Bock und so. Ich
Ich weiß, was da stand, wer angerufen hat und auf sowas habe ich keinen Bock gerade. Nein, es war nicht meine Ex-Frau oder meine Kinder. Es war was anderes. Etwas privater Natur, was hier nichts zu suchen hat. Allerdings, wenn die jetzt nochmal anrufen, muss ich rangehen. Da muss ich einen kurzen Cut machen. Aber ich schweife gerade vom Thema ab. Ich will mich über die Map unterhalten mit euch. Deswegen lege ich das Handy mal ganz kurz vor mich hin, falls sie nochmal anrufen. So. Ja, zwei Secrets. Eins fehlt noch. Okay, so. Okay, jetzt wäre ich hier fast reingerannt, ohne hinzugucken, ne? Wow, okay, das schafft man auch so. So, das bewegt sich ja. Oh. Okay, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Da habe ich nicht drauf geachtet, tatsächlich. Hat keiner gesehen. Mir gefällt tatsächlich auch die Soundkulisse. Das ist wie unter, unter Wasser, unter Meer. Wie im Meer. So. Unter Meer, hä? Schaff ich! Ich hab's geschafft! Yeah! So. Was ist denn das? Ah! Okay. Haben wir auch erledigt. Das auch. Okay. So. Okay, das hier ist... Das ist cool. Das ist cool. Das wiederum nicht. Nein, Spaß. Fetzt schon. So, wir haben es geschafft. Oh, ich bin vorbeigesprungen. Wo gibt es sowas? Aber hier kann man wieder ein bisschen tricksen. Und zwar so, ja. Ich vermisse nur das nächste Secret. Nein! Okay, ich muss mich sterben lassen. Ich will die Coins alle mitnehmen, die Checkpoints. Secret? Secret! 5500. Hallo, Ferdi der Fisch. Ey, du brauchst nicht eine Brille, deine Augen sind auch nicht ganz normal. Und dein Mund ist... Sag mal, bist du ein Vogelfisch, oder? Naja, da haben wir Ferdi gefunden. Wir hätten ihn nicht finden dürfen, wegen ihm bin ich gestorben. Hi, Fischkopf. Haha. Nicht mit mir. Das war jetzt das dritte Secret, was wir gefunden haben. Huh. Ob es hier noch mehr Secrets gibt, bestimmt, oder? Ja. Oh mein Gott.
Das Einfachste verkacke ich wieder. Oh ja, die Schwimmmappen. Die Schwimmmatten bewegen sich. Gehst wieder zurück? Ja, danke. Das ist cool gemacht. Jetzt. Lol, warum hat die nicht ausgelöst? Das war mit der Falle falsch. Ich glaube, die war kaputt. Ui. Schön, schön. Okay, haben wir gemacht. Geschafft. Alles gut. Okay, so kenne ich dieses Zickzack auch noch nicht. Das ist geil. Warum ist Eivor nicht gesprungen? Okay, bewegliche Teile feiere ich bei solchen Maps. Aber wenn man auf den Dingern draufsteht oder sich daran hochzieht oder so, dann stuckt das immer ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber das ist scheiße. Das ist einfach scheiße dann. Ah, okay. Wow. Was ist denn? Okay. So, das haben wir. Oh nein, was erwartet mich jetzt hier? Hä? Was? Was so geil? Creepy, aber wiederum geil. Okay, sowas kann man auch aus vielen Maps. Sterbe ich? Nö. Ihr habt es gerade gesehen, ich stand auf dem Ding drauf und es hat minimal immer gestuckt. Also, ich weiß nicht warum, ist mir eigentlich auch ehrlich gesagt egal, aber auf Dauer könnte sowas tatsächlich nerven. Aber das liegt ja nicht an den Map-Entwicklern, das liegt an Epic Games. Weil die das irgendwie nicht ordentlich einstellen können. Okay. So. Hier lang. Hä? Was zum Geier? Ah, ich verstehe. Okay. Wir sind bei 200 Leveln angekommen. Also wir müssten rein theoretisch noch 100 Level machen, plus die Bonus-Level, wenn wir mal Lust haben. Wenn man natürlich Lust hat. Ob ich dazu Lust habe, das entscheide ich dann nach den 93 Leveln, die noch kommen. Das Boot bewegt sich auch, geil. Aber wie soll ich. Ist das, ich bounce doch da drauf rum. Ja. Oh, wir haben es geschafft. Geil. Ei. Und so. Muss ich jetzt den richtigen Weg suchen oder was? Falsch.
So. Richtig. Oha. Oha. Ui, wir haben es geschafft. Und das auch. Okay, ich muss mal ganz kurz. Mein Handy blinkt die ganze Zeit auf. Alles nur Schwachsinn, was mir hier angezeigt wird. Sorry, aber ihr wisst ja, ich habe Kinder und da muss ich tatsächlich immer auf Abruf bereit sein, falls das ist, auch wenn aktuell ich diese Map aufnehme und bei uns in Sachsen Ferien sind. Aber es kann ja trotzdem was sein, dass ein Kind einen Unfall hat und meine Ex gerade nicht kann oder ich soll auf die anderen zwei aufpassen. Oder so. Deswegen muss mein Handy immer auf Abruf bereit sein. Und jeden, den das stört, würde ich sagen, Tschüssikowski. So. Oh, nein! Nein! Ich glaube, ich will erst das hier mitnehmen. Mhm. Ja. Okay. Jetzt muss ich auch noch wechseln. Was war das denn? Nein! Da geht's um die Ecke. Okay. Ach, das bewegt sich hier auch noch, der Schirm. So. Oh, das ist auch geil, wenn sich so eine Dinger bewegen. Das ist auch geil. Oha! Erstmal 1000 EP bekommen, geil. Aber das war gerade mies hier. Und das ist auch mies. So. Schaffe ich. Das ist auch easy. Und das auch. Ich muss auf den Balkon. Eier. Lol. Okay, das ist auch geil. Der arbeitet viel mit beweglichen Teilen. Das ist richtig geil. Oha, das war knapp. Und die habe ich nicht kommen sehen. Oha, nein, oh, hasse Deckenfallen. Nein, ich hasse Deckenfallen, wie oft denn noch? Warum müsst ihr sowas immer einbauen? Warum, was hat Papa euch getan?
Ja, so geht's auch. Nein, 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 nein! Ich muss auf den Dingern landen. Okay. Das ist auch geil. Das ist geil gemacht. War aber irgendwie klar, weil es oben nicht weiterging. Aber wir haben schon lange keine Secrets mehr gefunden, tatsächlich. Haben wir denn schon alle Secrets? Nee, wir haben doch noch nicht alle Secrets gefunden, oder doch? Nee, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Okay, 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 warum? Nein, nein, nein! Man bleibt auf dem Ding hängen! Ach, du ahnst es nicht. Holy! Warum? Hier kannst du echt noch aufs Klo gehen und dir was zu essen machen in der Zeit. Ha! Na gut. 31.000 XP fehlen noch zum nächsten Level ab. Da wollen wir doch mal gucken, ob wir hier noch eins zusammenkriegen. So. Okay, wir waren auf jeden Fall auf dem richtigen Floß. Oder hier, Luftmatratze. Ich habe das Wasser nicht gesehen. Hä? Jetzt mal Spaß beiseite, aber wie? So, hier. Wow. Okay, das ist mies. Warum hat sich einfach nicht hochgezogen? Ich muss die erst auslösen, bevor ich springe. Ernsthaft? Jetzt. Was ist? Oh nein! Wenn ich jetzt auf dem Längsbalken komme, rutsche ich runter. Nein! Warum tust du mir das an, ey, boah? Sag mal. Warum machen wir das nicht gleich so? Da gibt's ein Secret. Aber. Nee, hä? Ach, das ist nur eine Anzeige, dass man sich da verstecken kann. Okay. Aber jetzt mal ernsthaft, wir haben kein einziges Secret mehr angezeigt bekommen. Das bewegt sich wieder. Ah ja. Ein Bounce-Schirm.
Ja, ist klar. Wir haben es geschafft. Und das haben wir auch geschafft. Nein, zu weit. Geil. Wie wir das einfach noch geholt haben. Geil. Und das haben wir auch geschafft. Das... Ich hab das gar nicht berührt. Ich berühre das gar nicht. Muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Einmal da drauf und einmal dahin. So. So, ja, sind wir ja fast durch, würde ich sagen. Was? Okay, wir sind durch. Oh, hier gibt es nochmal extra XP. Cool, geil, geil, geil. Nice, das hat sich definitiv gelohnt. Und ich habe ein bisschen mehr als die 27 Minuten gebraucht. Ey, da oben ist noch eine Münze. Hab ich. Ist hier noch irgendwo eine Münze versteckt? Nö, okay. Back to start. Achievements. Ich möchte gern Bonus-Level. Ich möchte tatsächlich gerne die Bonus-Level haben. Oliver the Octopus und den Delfin haben wir nicht gefunden. Ah, okay, Bonus-Level kann man nicht machen, weil wir die Secrets nicht gefunden haben. Oh, schade eigentlich, schade, schade. Aber Map ist geil, ist einfach. XP-Verteilung ist babamäßig. Man macht hier ein Level up, ganz chillig. Und Abwechslung ist gegeben, vor allem, und richtig viel Abwechslung. Farbgebung ist auch Abwechslung pur, weil es ist unter Wasser mit Holz, mit allem Pipapo. Bewegliche Teile gibt es, das ist nochmal ein extra Muss für die Map, das ist richtig geil. Und ich sehe auch gerade, ich bin der zweite Spieler, der die Map jemals gespielt hat. Ne, der dritte. Erst Spanky City, dann D4G, G4G oder so. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und jetzt ich. Cool. Also ich kann die Map nur weiterempfehlen und wenn euch die Map gefallen hat, zeigt es mir, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt, damit ich weiß, ihr wollt weiterhin solche Maps sehen. Schreibt mir gerne in die Videokommentare eure Map-Codes von euren Maps oder random Map-Codes, die ich für euch spielen soll, weil ihr euch das vielleicht nicht getraut oder so. Und ansonsten Map-Code in der Videobeschreibung und mehr bleibt mir nicht zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dance.